Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und zwar spiele ich hier im Zug mit Ripper91. Der hat mir bei meinem Stream kurz Gesellschaft geleistet und dementsprechend habe ich ihn hier eingeladen. Und jetzt als Schiff spiele ich die Cleveland, mein absolutes Lieblingsschiff aktuell. Dementsprechend beschleunigen wir das Replay einfach zu Beginn mal wieder, weil wie gesagt, auch hier passiert nicht viel. Die Cleveland hier schon im Elite-Zustand den Punkt haben wir erobert. Und jetzt gehen wir in die richtige Spielgeschwindigkeit rein. Bin hier schon offen. Da fällt mir doch die Eroberung auf. Einzig unangenehme der Cleveland ist die sehr konische Bewegung der Schüsse, aber hier habe ich sehr gut getroffen. Jetzt entscheide ich mich aber dann doch eher mal für die Miyogi als Ziel. Es sind einfach sehr schön, sehr viele Salven und Schüsse, die dann da beim Gegner ankommen. Auch wenn es hier nur ein Treffer war, sei es drum. Von der Ober zeige ich auch noch ein Spiel, aber ich selber muss sagen, aktuell komme ich mit der Cleveland bei weitem besser zurecht als mit der Ober. Was aber wiederum auch zeigt, dass dieses Spiel wirklich sehr abwechslungsreich, auch von den Klassen her ist. Sie spielen sich sehr unterschiedlich. Leider nur ein minimaler Hit. Na, dann widme ich doch nochmal der Miyugi meine volle Aufmerksamkeit. Die freut sich bestimmt auch darüber. Man muss nur mit der Cleveland ein paar Runden spielen, dass man sich gerade, wie gesagt, auf die Flugbahn der Geschosse einlassen kann, weil das ist das Ungewöhnlichste, was man erstmal sich umlernen und umstellen muss. Aber man sieht, wenn man es einmal schafft, dann geht es ganz gut. Und natürlich ist ein Schlachtschiff ein sehr dankbares Ziel. Was sehr einfach noch zu berechnen ist. Leider zünde ich ihn gerade nicht an. Das wäre umso schöner. Aber kaum sage ich es, steht er in Brand. Miyugi schießt jetzt zurück. Hat aber hier keinen Schaden gemacht. Und ja, wir brauchen einfach nur die Maus so vorhalten, dass wir da wieder drauf kommen. Und man sieht den Schadenvergleich. Da bin ich doch deutlich penetranter als das Schlachtschiff. Bin natürlich auch zwei Tierstufen über der Miyugi. Das darf man nie außer Acht lassen. Der Ober, die macht es nicht mehr lang. Wird jetzt gerade von der Cleveland ausgeschaltet. Und da kommt jetzt doch ein Zerstörer an. Und den nehme ich wiederum gerne mit, auch wenn es ein Tier 7er ist. Also von dem her eine Tierstufe über mir. Der aber noch nichts von seinem Schlamassel weiß. Bis jetzt, wo ich auf einmal praktisch halb neben ihm bin. Jetzt schießen sogar auch meine automatischen Geschütze. Jetzt konnte ich ihn sehr gut wirken. Hat hier Torpedos an den Start gebracht, aber für mich jetzt nicht so gefährlich. Dementsprechend kann ich ihn ausschalten. Und sie gehen ganz entspannt, ganz weit an mir vorbei. Die hätte er mal anders schießen müssen, gerade mit zwei Salven. Nicht die gleiche Geschwindigkeit, bzw. die gleiche Bahn nehmen. Aber war mein Glück. Dementsprechend steht der erste Kill auf der Uhr. 55 Hits. Und es soll noch einiges kommen. Wir geben mal wieder etwas Gas. Ich
Hier aktuell keine Action. Unser Flugzeugträger kuschelt hier so ein bisschen mit der Insel. Da drüben die ersten Schlachtschiffe, dann wieder New York, Kongo am Start. Atlanta hat jetzt gerade das ganze gegnerische Torpedogeschwader weggemacht. So, und jetzt komme ich dann auch gleich auf die Jungs und Mädels da drüben drauf. Man sieht nicht ganz, da fehlt noch so ein bisschen. Und dann boosten wir uns nochmal dahin. So, jetzt die Kongo oder die New York. In dem Fall ist die Kongo aber das bessere Ziel, einfach aufgrund auch der schlechteren Panzerung. Steht hier schon fast. In Brand gesteckt. Und man hat es gerade so ausgesehen, als ob sie stünde. Die Atlanta behagt weiterhin die New York. Wir gehen unseres Zeichens auf die Kongo drauf. Hätte man auf jeden Fall auch ein Fokusfeuer machen können. Muss ich ehrlicherweise gestehen, ist mir so im Spiel gar nicht aufgefallen. Aber so hat die Atlanta ihren Kill. Und wir können den Schaden auf die Kongo setzen. Und der Zieltreffer-Counter rechts, seht ihr, tickt unermüdlich nach oben. Die Kongo hat jetzt hier wirklich ganz unangenehmes Problem. Rennt auch die ganze Zeit ganz schön. Kommt hier also gar nicht mehr zur Ruhe. Und nochmal der nächste Brand. Mittlerweile schon 43 Hits. Und es wird nicht weniger. Und wir machen noch die 50 auch noch voll. Und weg ist es. Der Atlanta hat jetzt auch nicht mehr viel HP, aber ein bisschen was. Und da kommt jetzt die Independence. Ein Flugzeugträger ist natürlich auch sehr schön und sehr mitnehmenswert. Auch gerade, weil hier keine meines Teams gerade ist. Also das heißt, der HP-Pool gehört mal mir, sofern ich nicht versenkt werde. Und deswegen wird jetzt hier artig auf die Independence geschossen. Immer schön HE in die Seite am besten. Flugzeug wird auch noch nebenbei abgeschossen. Man sieht hier, kommen jetzt die Bomber an. Aber die Cleveland ist ein absolutes Monster, was Anti-Air angeht. Deswegen dementsprechend kommen da nicht mehr viele zurück. Ganz im Gegenteil, ich mache hier schön meinen Schaden weiterhin auf die Independence. Hol mir noch den Punkt. Und versenkt sie jetzt auch noch. Weg ist es. Aktuell steht der Counter bei 150 Hits. Und da kommt jetzt die Pensacola. Die ist natürlich nochmal eine Hürde, weil natürlich mit Tier 7 das Nachfolgeschiff von der Cleveland. Da braucht es ein bisschen was. Aber die erste Zitadelle wurde getroffen. Da wird jetzt natürlich AP geschossen. Pensacola antwortet mit HE. Vorne auf dem Bug könnte man jetzt auch wieder eher auf HE schießen. Ich bleibe aber bei AP. Er bleibt weiterhin bei seinem HE geschossen. So, er hat an sich von der Struktur her nicht allzu viel weniger als wir.
dreht jetzt hier auf mich drauf. Eventuell sogar so, dass er mich rammen will. Aber nichts da. Dementsprechend, jetzt habe ich seine Seite. Das ist das, was ich wollte. Ich muss nur so schauen, dass meine Türme hindrehen. Kriegt er seine Zitadelle rein. Und jetzt... mit dem nächsten Schuss mache ich ihn weg. Weg ist er. Jetzt hat er mich zwar zweimal in Brand gesteckt. Und da kommt schon der nächste an. Und zwar der letzte. Und von dem her sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, weil man muss leider die Aufnahme vorher beenden. In der Form, dass ich mich nicht großartig mit einer Abmoderation verabschieden kann. Deswegen mache ich das jetzt. Also, bis bald, euer Alcaramba.